Der Fiesta ST kommt in seiner neuesten Generation erstmals mit einem Dreizylinder-Turbomotor auf den Markt, welcher dank Zylinderabschaltung im NEFZ-Zyklus auf einen kombinierten Verbrauch von nur 6 Litern auf 100 Kilometer kommt. An Leistung mangelt es ihm jedoch nicht. 200 PS, 290 Newtonmeter Drehmoment versprechen jede Menge Spaß im Kleinwagensegment. Also das persönliche Highlight von mir ist, wir nennen das Connected Feel. Es ist einfach, wie das Fahrzeug auf der Straße sitzt, wie das Fahrzeug auf den Fahrer reagiert. Es ist wie ein Go-Kart, es ist alles sehr direkt. Das ist einfach fantastisch. Egal, ob man den ST von vorne, von der Seite oder von hinten betrachtet, mit sportlichen Details macht er dem Betrachter klar, dass er den Vergleich zur Konkurrenz nicht scheut. Ein Highlight im hochwertigen Innenraum ist der neue Drive-Mode-Schalter. Wir haben sehr großen Erfolg damit beim Focus RS gehabt, dass wir einfach sagen, wir haben Modi, wo der sportliche Charakter des Fahrzeugs noch erweitert wird. Durch die Kombination der einzelnen Modi ist es aber auch möglich, diese Sportlichkeit zu erleben, ohne dass man ein besonders ausgereifter Fahrer ist. Beispielsweise im Sportmodus ist das ESC-System noch 100% aktiv, aber trotzdem hat man zum Beispiel den Sound und die Charakteristik des Motors und das Lenkgefühl, welches man auch im Track-Modus hat. Für äußerst agile Richtungswechsel greift Ford tief in die Trickkiste. Spezielle Federn mit richtungsgebundener Wicklung ließ Ford sich sogar unter dem Namen Vectoring Force Technologie patentieren. Eine sehr direkte Lenkung tut ihr Übriges, damit der Fiesta ST ein exzellenter Kurvenräuber ist.